Nachgefragt. Dein täglicher Videopodcast zu Corona. Angst ist grundsätzlich ein guter Ratgeber, wenn sie nicht übertrieben ist. Eine realistische Angst hilft uns, Gefahren zu erkennen und uns dagegen zu wappnen. Wer keine Angst hat, ist nicht besonders mutig, sondern vielleicht eher besonders unklug. Mein Name ist Jürgen Margraf. Ich bin Professor für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Ruhr-Uni Bochum und leite dort das Forschungs- und Behandlungszentrum für psychische Gesundheit. Eine Grundemotion, das ist eine der grundlegenden Emotionen, ein Gefühl. Und Gefühle haben Funktionen. Im Fall von Angst ist es das schnelle Ablaufen von vorprogrammierten Handlungsmustern. Angst warnt vor Gefahren und bereitet schnelles Handeln vor. Und da gibt es drei klassische Reaktionstypen, die Kampfreaktion, die Fluchtreaktion und die Schreckstarre. Das gilt für die kurzfristige Angstreaktion. Wenn es länger ist, dann kommen da noch mehr Sachen dazu. Das hängt jetzt zum einen davon ab, wie weit fortgeschritten der Prozess ist. Wenn das ganz neu ist, noch ganz unbekannt ist, dann löst es tatsächlich viel mehr Angst aus. Wir neigen dazu, alles, was unbekannt ist oder uns unbekannt vorkommt, das zu überschätzen. Wenn wir hingegen meinen, wir kennen etwas, dann neigen wir leider auch dazu, das zu unterschätzen. Jetzt ist die Frage, wo sind wir in dem Prozess? Sind wir schon dabei zu unterschätzen oder sind wir noch beim Überschätzen? Das ist zum Beispiel eine Sache, die wichtig ist. Eine zweite Sache, die wirklich einen großen Einfluss hat, ist, kann ich das kontrollieren, was ich da wahrnehme oder nicht? Und da zählt wieder meine Wahrnehmung. Wenn ich meine, ich kann die Gefahr kontrollieren, dann macht sie mir nicht wirklich so große Angst. Wenn ich aber meine, ich kann es nicht kontrollieren, dann kann die Angst so stark werden, dass ich panisch werde. Und dann sind meine Reaktionen auch nicht mehr sehr rational. Wir haben sogar Studien dazu durchgeführt und Leute befragt. Was sich zeigt ist, und das ist nicht wirklich überraschend, dass nicht alle Leute gleichermaßen reagieren. Die ganz, ganz große Mehrheit findet es richtig, was die Regierung macht, vertraut den Behörden in dieser schwierigen Situation, informiert sich vernünftig und so weiter. Die Umfrageergebnisse für populistische Parteien sind runtergegangen und ähnliches. Es gibt gleichzeitig aber auch eine Minderheit, bei der das anders ist, die dazu neigt, jetzt sich im Internet zu informieren, mit der berühmten Blasenbildung, mit der einseitigen Information, die dann auch eher Verschwörungserzählungen glauben und so weiter. Allen gemeinsam ist, dass uns natürlich diese Sache langsam auf den Geist geht. Dass wir alle das Gefühl haben, wir hätten gerne mal unser Sozialleben zurück. Wir würden gerne auch mal unbeschwert rausgehen und die Masken jucken hinter den Ohren und so weiter. Aber das geht bei den allermeisten nicht so weit, dass sie da deswegen sagen, dann ist es mir egal, ob ich jemanden anstecke oder nicht. Und ich glaube gar nicht, dass dieses Virus überhaupt gibt. Der Anteil, die solche falschen Dinge glauben, der ist in Deutschland ziemlich klein. Das ist in anderen Ländern deutlich größer. Man sieht es ganz besonders schrecklich in den USA. Es ist so, dass ja Angst etwas ist, was jeder Mensch hat. Es gibt so eine kleine akademische Diskussion, ob es eine winzige Minderheit von Menschen gibt, die aufgrund eines neuronalen Problems keine Angst empfinden können. Aber alle gesunden Menschen empfinden Angst. Wir brauchen das. Das ist so etwas wie der Blutdruck. Jeder hat das. Man kann aber zu viel oder zu wenig haben. Die meisten von uns haben gelernt, gut mit Ängsten umzugehen. Wir nutzen sie. Wenn wir vor etwas Angst haben, ist das für uns ein Signal. Da müssen wir mal genauer hinschauen und vielleicht auch vorsichtig sein. Dann gibt es aber eben Menschen, die das falsche Lernen erlebt haben, aus welchen Gründen auch immer. Das wird zu weit führen, das alles zu erklären. Dann neigt man manchmal dazu, zu vermeiden Dinge, die man eigentlich anpacken sollte, oder zu verleugnen Dinge, denen man eigentlich ins Auge schauen sollte. Wenn das der Fall ist, dann wird man nicht mehr erfolgreich von der Angst profitieren können.